Leute, willkommen bei German RC Playground. Und jetzt haben wir ihn im Gelände. Dr. X-Max, sein neuster. Fummelst du an meinen Haaren? 6x6 X-Max. Und das ist Johanna, die fummelt an deinem Topf rum. So. Ja. Ich würde sagen, ne, er wurde euch vorgestellt, wir haben gesehen, wie schnell er ist. Ingo hat tatsächlich gerade die Felsstauung in der Hand, da kann er auch mal die erste Meter direkt fahren, würde ich sagen. Voll den Steinhaufen durch da. Also auf der Straße läuft der Stand wieder fast. Hüpft aber ganz schön, ja. Und der hat einen Känguru-Modus eingebaut. Sieht auf jeden Fall krass aus. Mörder-Ding, Mann. Was? Mörder-Ding. Ui! Ja. Der hat die Karosserie abgeworfen. Okay. Vielleicht ist das bei manchen Tieren so ein Schutzmechanismus. Zack, Körper ab. So, weiter geht's. Ja. Ui. Mach mal ein bisschen weiter weg von der Rampe gehen. Ja, der Herr macht eine gute Figur beim Springen. Ich habe ein bisschen Sicherheitsabstand eingenommen, Leute. Kaputt! Ja, kaputt! Das war wahrscheinlich ein kurzer First Run. Da kommt wohl mit so viel Gewicht nach unten. Das hat er noch gesagt, wenn wir ihn nicht kaputt kriegen, haben wir ja nichts gemacht, aber. Wir haben uns aber Mühe gegeben. Ich bin gar nicht selber gefahren. Oh. Das ist also nur das Splintwerk, oder? Und das ist hier rausgerissen. Nee, das ist nur das Splintwerk. Wie ist denn da rausgekommen? Ja, die haben sich hier auseinandergebogen. So, wieder repariert, Pin wieder drin. Der Querlenker mit dem Kabel ein bisschen enger gezogen war an der Stelle, im Gasträger. Gucken, ob jetzt wieder passiert. Vielleicht solltest du ein bisschen so rumfahren, bevor das hier wieder so kurz ist. Was sind denn deine ersten Eindrücke, Ingo? Wie ist das? Beeindruckend, also wirklich. Er ist ein bisschen nervös. Hier, nimm du. Jetzt krieg ich die Funke und muss ihn umdrehen, toll. Der hat doch bestimmt Self-Riding, oder? So, jetzt dreh ich die ersten wieder, Leute. Wow. Den kannst du ja mega dicken. Alter Schwede. Was meinst du mit der ist? Der ist ein bisschen nervös. Nervös, ja. Also auf der Straße hat er einen richtig guten Geradeauslauf. Gelände. Er will mal weg. Ja, das ist bestimmt wegen dem kurzen Radstand jetzt vorne, ne? Kann sein, aber weil auch die Achsen dann hintereinander da. Alter, das bockt ja richtig. Ah, liege ich wieder auf dem Dach. Übrigens, irgendwo kann ich ihn aufstellen, kann ich mal sagen. Karosserie-technisch muss da vielleicht noch irgendwie was gemacht werden. Die Karosserie geht sehr leicht ab, die war eben wieder ab. Ich meine, bei dem Gewicht, wenn er auf der Seite liegt und dem Flex, der da gegeben ist, aber das war jetzt schon beeindruckende erste Meter, muss ich sagen. So, Leute, da sind wir wieder. Nee, Quatsch. Schneide ich raus. Auf jeden Fall witzig, wie der in Büff zu bringen ist. Alter, das ist voll die Donut beziehen. Kommt doch ganz schwer nur wieder raus, wenn du das erstmal drin hast. Oh, da waren die Kinder. Ich glaub, das war's schon, Leute. Ich kann gar nicht mehr springen. Ich will keinen Saft mehr. Mir zieht ja viel. Ja, erst. Das war's leider. Ich wäre gerne nochmal gesprungen. Aber ja, und der Dr. X-Max fährt hier mit den AS150 Steckern. Oder auch XT150 Stecker genannt. Und ja, wir holen gleich nochmal einen normalen X-Max und packen ihn nochmal daneben und zeigen euch nochmal den Unterschied. Ja, Leute, so könnt ihr schon mal
ungefähr eine Ahnung kriegen, dass die Dimension nicht so groß, also der Unterschied ist nicht so gewaltig. Ja, man sieht es halt gut. Ja, halbe Reifenlänge, du hast, ne? Ja. Halbe Reifenlänge ist die Vorderachse dichter zusammen, ne? Und natürlich noch mit der dritten Achse hinten dran. Ja. Guck mal ein bisschen rum, dass man das auch von vorne sieht. Ich bin halt auch nicht größer, dadurch kann man es auch nicht besser sehen. Aber man kann sagen, also von erst zu zweiten eine halbe Reifenlänge weniger, aber insgesamt eine komplette Reifenlänge mehr, ne? Ja. Ja, ein ziemlich beeindruckendes Fahrverhalten. Das heißt, also, es ist schon irgendwie geil, das zu fahren. Es ist jetzt nicht so, dass das mega Handling da ist, weil er ist echt voll die Heckmaschine. Er will die ganze Zeit nur driften und ja, springen konnte ich jetzt leider nicht. Du bist aber eben gesprungen, aber das sah ja eigentlich ganz gut aus, so, ne? Ja, der war ja schön hoch in der Luft, ne? Ja. Ich hätte ganz gerne einen Backflip versucht, aber das wollten wir eigentlich später machen. Ja, aber irgendwie sind halt nicht lange. Nee. Ja, Akkus müssen wir vielleicht nochmal nachdrücken, ob wir das jetzt hier können, müssen wir mal gucken. Ja. Vielleicht seht ihr den ja noch mal wieder, je nachdem, wie lange wir den behalten können. Das muss man mal eben ab. Ja, schreib ihn nachher mal an. Ja, ne, das wird dann vielleicht noch mal einfach noch mal ein Part 2 machen. Das war auf jeden Fall erstmal ein cooler erster Eindruck. Und ja, danke fürs Zuschauen, Leute. Soll ich noch was zu sagen, Ingo? Nö. Gut, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.